Oh, heilige Mutter Gottes. Heilige Mutter Gottes. Alles klar. Tag, Leute, und willkommen zu einem weiteren Engine vs. Sparta Video. Ich will mich jetzt erstmal dafür entschuldigen, dass ich letzte Woche kein neues Let's Play rausgehaut habe. Das liegt daran, dass ich mit der Schule etwas im Stress bin und deswegen eben nicht die Zeit gefunden habe, eine neue Aufnahme zu machen. In der heutigen Folge versuche ich jetzt dann mit meiner Armee, bestehend aus den Sterblichen und Edlen, die letzte spartanische Festung einzunehmen. Im letzten Video hatte ich ja die gelbe und die grüne spartanische Fraktion platt gemacht und will jetzt heute eben die rote Fraktion platt machen. Ich könnte jetzt politisch werden, weil ihr versteht, rote Fraktion und so, SPD, SPÖ, je nachdem, wo ihr das Video seht. Aber das werde ich mal lieber nicht, sonst wird das Video hier möglicherweise noch gebannt. Sehr schön. Mir gefällt es auf jeden Fall, dass man hier auf der Karte viel blau sieht. Aber da, wie gesagt, muss ich jetzt meine Gesinnung zurückschließen, darauf zurückschließen, nur weil hier alles voller blau ist und ich das so toll finde. So, ich hatte 79 Leute und die hatten... Elefant bereit. Willst du mich gerade verarschen? Okay. Mhm, alles klar. So. Bitte, dass wir niederbrennen. Dankeschön. Das ist von den. Ist das überhaupt? Ist das von den Roten? Nee, ist es nicht mal. Lol, und da wäre noch Gold drin. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht, dass ich dort jetzt mit jemandem hinschicke, weil ich habe hier schon zwei, das kann ich einfach gar nicht ausrechnen. Gut, die sollten sich hier weiter heilen eigentlich. Ich habe 79 Mann. Ich hätte allerdings gerne 100 Soldaten. Das ist so eine schöne gerade Zahl. Ja, weniger halt. Habe ich irgendwelche neuen Waffen eigentlich eingesammelt in letzter Zeit? Na, habe ich nicht. Egal. Habe ich das Breitstein noch fort? Habe ich natürlich nicht. Aber mein Glück. Ich habe doch nicht so viele Ressourcen. Das kann ich mir jetzt leicht leisten. Das bisschen ist es unwichtig. Aber ich habe mit der Nahrung immer noch große Probleme, sehe ich. So, wie viel soll das? Wir können. Vielleicht rennen die gerade von da oben runter. Nee, tun sie nicht. Ich schlage vor, ich. Nein. Nicht. Uns gehen die Nahrungsmittel aus. Euch stelle ich mal auf. Genau. So. Du bewegst dich sowieso nicht, das ist egal. Ja, du kannst dich jetzt noch mitteilen, sonst stirbst du hier weg. Und da habe ich irgendwie nicht so viel Bock drauf. So, danke schön. Dann, da ist noch 14.000 Gold drin. Hier waren 0 drin. Und da waren... Achso, lol, das ist die Goldgrube. Ja, okay, gut, die sollte trotzdem ausreichen. Ich sage mal, hier auf jeden Fall noch ein paar Edle. Unsterbliche. Ich rede von Edlen, mache Unsterbliche. Ja, moin. Ich habe hier noch einen Kriegselefanten. Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich noch einen. Dann habe ich nämlich insgesamt 3 Kriegselefanten. Ich denke, das sollte eigentlich ausreichen. Mit 3 Kriegselefanten. Vielleicht auch 4, aber ich denke, da sollte die Kriegs reichen. Aber das mal hier hin oder hier hin. So. Du legst dich mal hin. Du bist auch schon fast tot. Ja, geil. Du kriegst, glaube ich, sowieso keinen Schaden. Ich schicke dich jetzt mal los. Weil, also, der, ich meine, durch die fehlende Nahrung kriegt er, glaube ich, gar keinen Schaden. Du bist davon nicht betroffen, was ziemlich praktisch ist. Gut. Ist der einer fertig? Uns gehen die Nahrungsmittel aus. Der Xerx fühlt sich irgendwie so scheiße aus, wenn er gut. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Aber ich finde, der Xerx sieht irgendwie ziemlich scheiße aus. Gut, da ist schon mal. Ja, moin, das ist vermutlich hier die. Achso, lol, das sind sogar. Das drauf geht, ich sag, die hätten nur Schwere oder so. Ja, moin, okay, die ist auf jeden Fall gut aufgestellt. Kein Kämpfer. Ja. Hört auf, mich zu spammen. Lol, da kommt jetzt. Lol, was willst du? Lord, ich bring dich so easy um. Du kannst nix. Auch wenn der jetzt angegriffen wird, das juckt mich ehrlich gesagt nicht. Die rekrutieren zwar, glaube ich, eh nach, aber egal. Los. Ja, sicher blockt der das. Easy. Was dachte der eine am Bild? Das der Brief, dass der Xerx erledigen kann. Aber ich muss wirklich sagen, strategisch ist wirklich gut aufgestellt hier, die Spartaner, hier auf diesem Hügel. Gut. Ah, sehr schön. Der Elefant ist da. Dann könnt ihr hier mal besteigen, bitte. Und noch einen. Sehr schön, habe ich. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach noch einen. Weiter 4. Ich kann ja noch zusätzlich einen Heiler machen. Die Nahrungsmittel aus. Und da einen Spawnpunkt nehmen wir auch mal hier hin. So. Da wird er teleportiert. Finde ich gut. Die Waffe ist wie weit? Okay, ist gleich fertig. Sehr cool. Kann ich hier noch einen Sterblichen damit ausrüsten? Komm schon. Geht doch. So. Machen wir auch gleich mal 3 von denen. Spawnpunkt steht hier oder so, glaube ich. Genau. Geht jetzt auch noch bitte da drauf. Dann fangt ihr mal hier hin. Xerxes, dem geht's gut. Schau ich mal da hinten, ob hier noch irgendwas ist zum Zerstören. Die heilen sich hier, obwohl der Heiler gleich tot ist. Aber egal, das passt schon. Ich glaube, der verhungert. Ich glaube, ganz verhungern tun meine Einheiten sowieso nie. Aber es sind halt sicher geschwächt. Kriegst du auch gleich fertig. Das ist so cool, wenn man so viele Ressourcen hat. Das kann ich immer wieder bestätigen, Leute. Es ist so cool, wenn man so viel. Oh, hier hinten habe ich auch noch einen ganzen Trupp, merke ich.
Die lasse ich sogar fast hier, einfach nur aus Prinzip zum Verteidigen. Ja, ich nehme nicht alle mit. Ich sag's es, find mal irgendwas. Uns gehen die Nahrungsmittel Rambock aus. Aber nee, der Rambock dauert, braucht uns so ewig. Ich schick die so los, das sollte trotzdem passen. Sehr schön. Ich bräuchte eine Kaserne, habe ich das Gefühl. Sehr schön. Hier, die ist da bitte mal hin. Sehr schön. Bitte einmal durchheilen. Lol, ihr seid ja gar nicht im Heilspitzenreich. Du auch nicht. Sollte ich schon so hinstellen, dass ihr alle geheilt werdet. Hier kann ich auch nicht alle abziehen. Unser Held wird angegriffen. Lol, von dem Sachs angegriffen. Lol, die haben... Hä? Wo kommen die jetzt her? Ich meine, okay, ist nicht so schlimm, aber trotzdem, wo kommen die her? Der Fix spammt ihn jetzt zu. Sag mal drum, Umschlag. Ja. Sag. Oh fuck, wer, wir wissen, ja. Wir sind meistens aus von No Sense auf der Seite des Gegners. Sehr schön, einmal. Komm schon, den schaffst du noch. Naja, es wird ganz knapp, wird knapp. Aber der Zerg soll ihn jetzt schnell merken. Oh, war nicht scheiße. Ich muss schon sagen, Xax ist auch rein. Xax ist ziemlich geil und der heilt sich auch immer so schnell. Das liebe ich auch an dem. Sehr schön. Nahkampf haben wir weitergemacht. Fernkampf ist dann hier gleich fertig. Du kannst auch noch hier zum Elefanten. Du auch. Ja, 95 habe ich. Ja, okay, müssen nicht ganz 100 sein. Ja, nur Pi mal Daumen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es ist immer noch so wenig. Wenn ich mir bedenke, wie viele Fernkämpfe die da haben. Vielleicht brauche ich doch noch ein bisschen länger. Werde ich das natürlich rausschneiden. Muss ich mal schauen. Mache ich auf jeden Fall mal noch wieder einen davon. Ich spamme jetzt einfach irgendwie zu. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch keine Ahnung. Ist jetzt egal, wurscht. Die frage ich mir auf Name oder mehr Fernkämpfer. Fernkämpfer kommt dann 5. Ach, nicht viel. Auch Dörfer habe ich hier mit Elefanten. Ja, okay, mal sehen. Die Leute hungern. Wird man sehen, wird man sehen. Da oben sind immer. Lord, hier ist ein Graben. Wusste ich gar nicht. Wusste gar nicht, dass hier ein Graben ist. Wäre natürlich cool, wenn der irgendwie im Wasser gefüllt wäre, dann würde mich das irgendwie so ein kleines nicht festhalten. Hey Lord, hier geht's gar nicht mehr. Doch geht's. Ah, das ist der Weg, wie man hier hinkommt. Ja, lol. Cool. Okay. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie man da rüber kam. Also wo die Reiter dann herkamen. Ich würde sagen, ich gehe mal mit euch ein bisschen weiter. Stelle euch mal. Wo war das Tor? Hier. Ich würde sagen, wir stellen uns mal hier hin. Heiler, du solltest schon mitkommen. Oder stirbt er mir weg, der Heiler? Ich glaube nicht. So. Die Spam darf für die hier zuschlagen. So. Also, sehr schön. Sag's es. Die Leute hungern. Ich sag mal, das wird jetzt platt. Scheint ja nicht so gewaltig. Nein, 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 weh, du baust mir das nicht vor. Nein, du bist viel zu eifrig, Sklave. So, hier bitte mal rein. Ja, jetzt kannst du mithelfen. Ich sag's es, du gehst. Hier schließt sich der Hauptarmee an. Du steigst auf. Lol, hier auf den Elefanten. Ja, geh doch einfach. Ja, geht doch. Ich denk's mir nämlich auch. Jetzt haben wir hier 3, 4, das sieht gut aus. Gut, dann versuchen wir jetzt mal was. Der kann ja relativ schnell dahin kommen. Das ist jetzt nicht so das Problem, denke ich. Uns los. Gehen die Nahrungsmittel aus. Meine, unsere Truppen werden angegriffen. Ja, lol, kannst du nicht angreifen. Die Leute lol, kannst du nicht angreifen? Hä? Was ist das für ein Bug, bitte? Hey, wieso den hä, nicht angreifen? Ja, moin. Okay, zieh dich mal zurück, bitte. Okay, muss keiner verstehen. Egal. Ja gut, werden wir noch ein bisschen zu, machen wir noch Elefanten. So. Machen wir noch, dann haben wir nämlich hier sicherheitshalber 4. Aber trotzdem, ich meine, what the fuck? Wieso spammt der den? Hä, also das hat natürlich irgendwie gerade keinen Sinn. Die Leute hungern. Ja gut, okay. Ja, du sollst dich hier anstellen. Zusammen mit euch beiden. Euch Sklaven hingegen kann ich... Irgendwie ist glaube ich, ein Sklave. Da. Ja. Euch ziehe ich mal weg, euch braucht nämlich niemand. Eigentlich, ihr könnt euch hier heilen, die Balliste. Oh, ihr seid gleich tot, merke ich. Ja gut, du stirbst mir sowieso gleich weg. Ja gut, dann stellst du dich hier neben die Balliste, vielleicht kannst du die dann hier heilen. Wie gesagt, wegsterben tun sie mir eh nicht, aber irgendwie hast du vielleicht ein bisschen mehr Leben wieder kriegen. Ja, kriegen sie eh jetzt sehr gut. Lol, und du bist nicht im Radius, sehr schön. Ja, ich habe jetzt offiziell zwar eh 101, aber gehen die ich muss natürlich die ab. Ich muss ja mindestens 1, 2, 3, 4, 5, muss schon mindestens 15 Leute abziehen. Das habe ich eh nicht ganz 100 Leute. Wird die überhaupt noch rekrutiert?
Wow, wird eh noch, aber kaum noch, merke ich. Dann machen wir es so. Nein, dann wieder so, dann wieder so. Unsere Truppen werden an. Lol, jetzt kommen die von selbst. Nee, ihr bleibt da, Leute, ihr bleibt da. Leute, kommen eh von selber raus. Cool. Ja, komm, spam die zu. Ja, cool, das wird hier schon eine kleine Schlacht ausgetragen. Ja, gut, okay, moin. Ey, die Krieg machen die ja easy platt. Gut, ich mach der Druck hier sowieso dann 90% der Gegner platt. Okay, ich halte mich mal kurz zurück. Ja, moin. Jetzt gehen wir hier. Leute, die haben sich wieder zurückgezogen, oder was? Ja, moin. Ja gut, ihr solltet mal wieder jetzt hier heilen, aber cool. Da wird ja schon das kleine Mini-Gefecht ausgeführt. Ist hier drauf, ist auch hier drauf. Ja, moin. Uns gehen die Nahrungsmittel aus. Oh fuck, der Elefant ist gleich tot. Oh, oh, cheat, cheat, cheat. Ihr seid auf viel zu... Oh, shoot. Lol, 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 spam die zu, spam die zu. Ja, gut, ich mach Verlust, ist nicht so schlimm. Ich jetzt dann haben. Wobei, Leute, vielleicht überlebt er das sogar noch. Nein, 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 nein! Shit! Ah, jetzt habe ich mir ins eigene Fleisch geschossen. Das war so richtig. Okay, Heiler, geh ein bisschen nach vorne, bitte. Ja, verdammt, jetzt habe ich meinen Elefanten verloren. Egal. Weil ich zurück. Ja, lol, mit Axttypen. Fick dich. Ja, lol, okay. Ich muss das Mini-Gefecht ausprobieren. Der Heiler tot ist, dann habe ich Probleme. Aber sonst habe ich keine Probleme haben. Ja, lol, der macht den niemals platt. Easy. Warte, nehme ich mal dich und schaue ich jetzt schon, dass du anzügen kannst. Das ist natürlich episch. Gut, ich bin auch gleich fertig. Sehr schön. Na, scheint nicht so ganz zu funktionieren. Okay, bitte nochmal zurückfallen hier. Nein, ich bringe jetzt nicht meinen Edlen um. Ja, Felix hat den jetzt umgebracht. Arschlöcher. Oh, und ich bleibe mich trotzdem noch zu mit 10.000 Leuten. Gibt euch. Warum nicht, Mann? Warum nicht? Okay, meine Verluste halten sich mit dem Trupp ja trotzdem im Ganzen, merke ich. Die spammen zwar immer wieder neue Leute nach, also ich kenne die neue, aber insgesamt finde ich, halten sich meine jetzt gar nicht mal so scheiße. Jetzt versucht ihr bitte mal hier. Und lol. Cool. Uns gehen die Nahrungsmittel aus. Wir machen den Großteil der spartanischen Armee so selber platt schon. Die Leute hungern. Können die angreifen? Ja, moin. Egal. Ja, gut, im Nahkampf hat der natürlich keine Chance. Wobei, du heilst dich jetzt bitte nochmal hier. Du kannst ein bisschen vorgehen. Ja, moin, die machen das. Das ist von alleine platt gemacht. Ja, gut, ich habe auf jeden Fall genug Leute. Das ist schon mal klar. Also kann ich hier auf jeden Fall fix mal das Tor aufmachen. Würde ich sagen. Nein, ach egal, nehmt das gar mit. Ja, ihr könnt schon alle mit. Ja moin, das liebe ich an meinem System. Das dann so rumbackt. Leute, jetzt kommen sie eh raus. Sagst du es? Ja, schon das auch dabei. Ich merke, Sachsen muss auf jeden Fall mit dabei sein. Ich meine, dieses Xerxes. Okay. Lol, was macht ihr denn? Ihr seid zurück. Ja, die werden auch angegriffen. Sehr nice. Ist auf irgendwas eingestellt, egal. Die Leute hungern. Machen wir mal wieder zu, sicherheitshalber. Das Axt ist auch irgendwo. Ja, gut, wir greifen jetzt an, das ist die Frage. Uns gehen die Nahrung. Sagen wir, gehen hier außen rum. Man kann hier außen rum auch irgendwo, glaube ich. Genau, man könnte hier lang gehen. Gucken, die werden nicht zugespammt. Nein, werden sie eh nicht. Wie krass, einfach nur. Okay, irgendwie wickelt sich das gerade einfacher für mich, als ich dachte.
Jetzt kriegen zwar alle Schaden, aber klar. Na lol, die Elefanten machen so platt. Das ist so episch. Tja, er ist so schnell tot. Ja lol. Hoch eigentlich? Auch können, sollten sie ja schon können. Hier so, oder? Ja, doch, da konnten die hoch, richtig. Ja, cool. Okay, ich gebe zu, es ist nicht die größte Armee, aber auch nicht die kleinste Armee, würde ich jetzt mal. Ja, moin. Ah, geil. Brandschatzen, Brandschatzen. Ja, moin. Bitte mal zuspammen, bitte. Unsere Truppen werden angegriffen. Ah, die Elefanten. Nein, die vor, die Elefanten machen schon alle platt. Ja, moin. So, Heiler. Nein, die spammen die schon richtig zu. Lol, jetzt werden die durchgeheilt. Geil. Sehr schön, die sind kaputt. Sehr schön, dann können wir auf die hier gehen. Ja, lol, das Tor ist nicht am Arsch. Wie cool. Ja, gut, das Problem wird vermutlich dann sein, sobald ich hier wieder alle platt gemacht habe, dass da noch irgendwelche Gebäude rumstehen, die ich dann finden muss, umständlich. Ja, fickt euch, jetzt bitte mir meine Heiler um. Klar, wenn ich die dafür allein hasse. Nein, da fasse ich die schon so. Ich sage, spammen wir jetzt hier mal das Tor zu. Heiler. Die sagen wir auf jeden Fall einmal mit, das ist cool. Kennt ihr eigentlich hin? Was habt ihr für Leiden? Ihr solltet das Tor hier anzünden. Ja, lol, ihr habt das hier eh gleich durchbrochen auf der Seite. Ach nee, die reparieren das. Fickt euch. Ah, die reparieren das, diese Arschlöcher. Ja, lol, aber der Schaden ist super. Oh, die haben da doch noch einiges an Leuten drin, aber okay, das ist schon unter 300, das kriegen wir leicht down. Warte, Heiler, geh mal ein bisschen nach vorne. Hilf ein bisschen mit. So, da kannst du nicht die Dauer heilen. Ja, das Tor ist gleich am Arsch. Nice. Und das hier, ja. Oh, heilige Mutter Gottes. Heilige Mutter Gottes. Alles klar. Alles klar. Jetzt tragen wir den Kampf nach draußen. Ja gut, okay, Elefanten, bitte mal Amok laufen, danke. Ja moin, ist das das... Haha, das nenne ich mal eben. Das war auf einfach definitiv nicht, das kann ich sagen. Auf einfach war das, war die große Armee nicht da, als die Armee war. Da war kleiner. Das kann ich euch garantieren. Ja, moin, das war nicht so okay, generell ganz viele Elefanten. Das ist nicht sogar die Leidenschaft, aber nee. Ja moin, Spam. Schwärmen die auch noch aus? Klar, haben wir noch eine riesige Armada. Leckig. Na geil, Mann. Okay, das war wirklich dieser Schlacht. Das war mal, würde ich sagen, eine würdig, wirklich würdige Abschlussschlacht für die Perser. Okay, und jetzt rein. Jetzt alles platt machen. Ja klar, kommen noch von da hinten 10.000 Leute. Klar, aber das ist kaputt. Nein, das ist kaputt. Okay, das kannst du. Ja. Das kommt schon überall. Na klar, habt ihr noch 10.000 Sachen. Egal, ihr geht jetzt da rein. Ihr geht trotzdem jetzt hier rein essen. Ihr geht erstmal auf die Tür. Heiler, du darfst nicht sterben. Heiler ist wichtig, dass der am Leben kann. Okay, der sterben einfach so. So zu. So noch so. Unsere Truppen werden angegriffen. Sehr schön, sind alle tot. Cool. Das Ding ist noch am Arsch. Nice. Die kriegen die alleine platt. Dass wieder einer sterblich ist, damit drauf geht. Wäre wirklich cool, wenn die Leichen liegen bleiben würden, weil dann hat jemand wirklich, das für mich das Blutbad ist. Es waren schon einige Spartaner, nämlich die draufgegangen sind. Lol, das ist das Sklave da. Das Tor ist. Doch, das kriegen sie sogar noch platt. Ja, moin, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass sie das Tor platt kriegen. Ja, lol, dann könnt ihr von der Seite auch noch mithelfen. Das geht da ab. Ach, da sind noch Widerstempler. Na ja, gut, die werden mal gut. Kein Ding nicht dabei, ne? Oh, Heiler. Uns gehen die Nahrungsmittel aus. Hallo. Heiler. Steh halt durch. Bitte drauf. Heiler, du heilst. Du bist Aufhörer. Heiler, du bist ein. Oh, ich komme gar nicht dazu, die alles mir anzusehen. Scheiße. Oh, verdammt. Samt euch bitte hier bei den Heiler. Elefant, du auch. Dann spawnen wir die Flügel. Ja, moin.
Okay, ich könnte einen Infanten verlieren. Lol, das kann man auch nicht. Okay, mein Heiler kriegen wir eh nicht da. Ich sage, ich stehe wieder irgendwo 10.000 Kilometer weg von dem Kampf geschrieben mit seiner Flamme. Okay, wir müssen ganz bei Endpunkt versagen. Wir spawnen dann mit dem Kind endlich gleich. Ja, die Kinder sind so besser. Das ist so episch. Das ist episch. Lol, ihr habt gesprochen. Cool, dann kriegt mal rein, alle. Kind steht auf der Platte. Ja, lol, das ist zwei Teile. Ich dachte, ich wäre jetzt drin. Nein, wir haben noch einen zweiten. Aber ihr kommt wieder raus. Alle Feinde sind zu spät. Ja, lol. Vielleicht kommt hier noch einer raus. Lol, die haben sogar ein Waffen eingesammelt. Der hat hier so ein Schild, so ein Spitzschild oder wieder anders. Keine Ahnung. Sagst du das? Ich hätte den gesagt, stell ich jetzt mal hier bitte, weil irgendwie ist das so ein scheiß System. Irgendwo von euch sein zum Schild. Der leckt mich. Ich bring jetzt nicht meinen Scheiß. Der fackt mich auch auf die letzten Meter. Heiler? Ja, moin, Heiler. Sag mich, der ist tot. Hey, lol, der ist tot. Ja, moin, okay. Ja gut, das war jetzt nicht ganz super, dass der Heiler jetzt drauf geht. Ich mach das einfach so wieder auf und schicke jetzt nochmal zwei Heiler nach. Ich habe ja so viele gemacht, möglicherweise. Also, das war nicht alles von mir geplant, dass ich so viele gemacht habe. Das war alles geplant, so dann könnt ihr mal... Ja, du kannst hier mithelfen, was ist hier noch? Okay, der Hauptbereich hier ist zerstört. Lol, habe ich jetzt gewonnen? Na, hier sind noch Wirtschaftsgebäude, sehe ich. Okay, die müssen erstmal platt gemacht werden, das wird jetzt ganz nervig werden. Jetzt alle einzeln zu finden, platt zu machen. Wirklich heiß stehen. Aber gut, ich stelle auf jeden Fall die Hauptarmee hier hin. Ihr Heiler, weg zu euch schon. Unsere Truppen werden angegriffen. Ja, fickt euch. Sicher sind da noch 10.000 Leute. Ja, gut, dann schicke ich einfach die Elefanten. Ja, komm, schicke ich die Elefanten, die machen das. Ja, sicher, jetzt habt ihr mir meine Heiler umgebracht. Arschlöcher. Wirklich. Das hat meine Schwester einen umgebracht. Der Arsch ist ja gut. Ja, wie der Elefant macht, das ist platt. Hier, der Elefant ist natürlich nicht ganz so beeindruckend, sollte trotzdem reichen. Ja, moin. Sicher bringt ihr mir meine Eile um. Habe ich jetzt alle Gebäude? Größer habe ich jetzt sogar alle Gebäude. Uns gehen die Nahrungsmittel aus. Ach nee, er lebt sogar noch. Lol. Einmal bitte durch. Okay, die haben schon Schaden gekriegt, aber ich muss sagen, ist noch einiges übrig geblieben. Weil man sieht, die Armee hat jetzt hier viele auch Anteile von batanischen Waffen. Das ist nicht so schlimm. Das fällt halt auf, aber das ist nicht so schlimm für mich. Lol, der ist gleich tot. Okay, dann schicke ich lieber zurück zum Heiler. Los, könnt ihr die hier noch zuspammen irgendwie? Ja, fix, von außen könntest du auch nicht zumachen, oder was? Ja gut, solange ihr nicht durchkommt, spielt es keine Rolle. Das ist nicht lustig, finde ich. Oh, schnell geht ihr außen rum, schnell. Also ihr geht hier so rum, bitte. Bevor ihr von denen hier alle spielt. Ja lol, das liebe ich, wenn das System verpackt ist. Oh shit, Kram. Zurück. Jetzt geht ihr außen rum, oder was? Ja moin. Das hat sie platt gemacht. Wir sollten eigentlich alle... Wo rennt jetzt ihr hin? Die Leute hungern. Ich habe euch doch gar nicht befohlen. Ich habe doch gar nicht befohlen. Was macht's hier? Sieg! Der Xerxes hat da gerade gesagt, schweigt, senkt den Kopf und sucht jemanden in der Menge, der nicht finden kann. Also, er hat jemanden in der Menge gesucht, der nicht gefunden hat, den Kopf gesenkt. Falls er unten den Text nicht lesen konnte, der da steht. Und das Jubeln hieß Hochlebe Xerxes. Also, seine Krieger haben ihn bejubelt, dass er es geschafft hat. Ja, und ich habe es ja auch geschafft. Ich glaube, was uns damit auch gesagt werden sollte bei diesem Bild, ist, dass der Xerxes jetzt alles geschafft hat. Er hat Griechenland erobert, er hat Indien erobert, er hat Ägypten erobert, er hat Griechenland erobert, habe ich ja schon gesagt. Aber hat am Ende niemanden mehr damit, den man feiern kann.
Weil ihr steht zwar mit seinen Soldaten da, aber er hat niemanden mehr, mit dem er sich wirklich unterhalten kann. Die ganzen Helden alle. Scheinbar sind der Maradonisch und Atabanus auch draufgegangen. Weil er hat ja jemanden gesucht da. Ja, nicht gefunden in der Menge. Also sind die scheinbar auch draufgegangen. Und das heißt, alle seine Verbündeten, seine Mitstreiter sind alle tot. Das soll uns vermutlich sagen oder ihm sagen, ja, er hat sein Ziel erreicht, aber zu welchem Preis? Aber gut, ich will keine Moralpflicht haben. So, Holz, okay, haben hier deutlich mehr. Messinia, okay, Ägypter, athenische Truppen. Okay, das waren die Athener. Ja, die haben uns eigentlich, glaube ich, in allem geholt. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr, es anzusehen. Könnt ihr euch ja dann anziehen, auf Pause drücken. Produziert, gut, da habe ich mehr. Das stimmt, so habe ich hier am meisten. Hier habe ich am meisten, stimmt, logisch. Wir haben sogar eins erstellt. Lol, verloren, haben 17 Minuten, ja. Erstellt, ja, okay. Ja, gut. Dann war es das mit der persischen Kampagne. Was ich dann als nächstes anfange, oder ob ich dann als nächstes was anfange, weiß ich nicht. Es gäbe ja noch die ägyptische Kampagne hier. Ob ich die als nächstes anfange oder nicht, weiß ich nicht. Möglicherweise fange ich das Spiel Age of Empires 3 an. Aber da bin ich noch nicht sicher. Vielleicht mache ich einfach noch so ein Abstimmungsvideo. Keine Ahnung, mal sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat und auch die Kampagne. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!